Jetzt steht vor mir Action Alex. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Titel internationaler deutscher Meistertitel. Wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich super. Super fühle ich mich, Gott sei Dank. Ja. Jetzt steht ja noch neben dir jemand. Wer ist das? Magst du es uns kurz sagen? Ja, also das ist mein Trainingspartner und mein bester Freund. Zusammen trainieren wir und er ist immer bei meinen Kämpfen dabei. Für mich wie ein großer Bruder sozusagen. Ja. Und du wolltest auch noch was sagen? Ich bin sehr stolz auf ihn, alles was er erreicht hat. Also wir haben hart trainiert seit Ende Januar, Anfang Februar schon. Also circa jetzt 11 Monaten, wir haben ihn durchgezogen. Also wir haben dreimal am Tag trainiert durch. Der Junge, der hat es verdient. Also nicht, weil er mein Trainingspartner ist. Das ist die Wahrheit, der hat es verdient. Der hat es schon bewiesen, dass er Nummer 1 in Karlsruhe. Das ist Nummer 1 in dieser Gewichteklasse. Also ich kann nur eins sagen jetzt. Also danke, danke an euch, danke an alle Leute, die heute da waren. Und wir wollen einfach feiern. Und gute Nacht Karlsruhe. Der Champ steht vor euch hier. Alexander Action Alzelo. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Alex, jetzt habe ich noch mal ein paar Fragen aber an dich. Der Kampf, der sah ja wirklich sehr ausgewogen aus und auch wirklich kräfteaufreibend. Was waren denn so deine größten Herausforderungen? Ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich so viel Gas gegeben. Ich hätte noch warten sollen, zwei Runden reinkommen, also den Kampf reinfinden sozusagen. Aber ich habe von Anfang an Gas gegeben. Ich wollte unbedingt den Zuschauern was anbieten, geilen Kampf, technischen Kampf. Ich denke, ich habe schon angeboten, aber am Ende hat ein bisschen die Kraft nachgelassen, weil ich am Anfang so viel Gas gegeben habe. Aber nächstes Mal wird es besser auf jeden Fall sein. Also am Ende, in der letzten Runde, als dann kurz dieses Zeichen ertönt hat, da habt ihr ja beide wirklich nochmal so richtig Vollgas gegeben. Es sah richtig gut aus. Was hast du da denn jetzt gedacht? So jetzt oder gar nicht? Genau, alles oder nichts. Das habe ich gedacht in dem Moment, alles oder nichts. Ich würde alles geben, bis es nicht mehr geht. Und ich habe alles gegeben. Und wie liefen denn so die Vorbereitungen für den Kampf? Ja, die Vorbereitung lief sehr, sehr, sehr gut, Gott sei Dank. Ich habe sehr starke Sparringspartner gehabt. Ahmed Ali, also ich bekannt, und viele andere noch gute Boxer. Lief super, Gott sei Dank. Und was waren so die größten Herausforderungen bei dem Kampf? Ja, der Gegner, muss ich ehrlich sagen, war sehr, sehr stark. Also er konnte so viel nehmen. Aber Gott sei Dank, ich konnte viel umsetzen, was wir geübt haben. Und wie geht es denn jetzt nach dem internationalen deutschen Meistertitel, wie geht es jetzt für dich weiter im Jahr 2024? Ja genau, ich werde jetzt anfangen wieder zu trainieren, am Dienstag werde ich anfangen zu trainieren und das entscheidet mein Promoter und mein Manager natürlich, wann es für mich weitergeht. Ich denke aber, ein, zwei Kämpfe werde ich machen und dann irgendwann halt wahrscheinlich die Europameisterschaft. Stehen die Kämpfe dann schon fest? Wie bitte? Stehen die Kämpfe schon fest? Ich denke, März steht einer schon fest und wann es noch weitergeht, weiß ich noch nicht. Vielen lieben Dank, wir kriegen